Herzlich willkommen zu Teil 22 der Reihe Stochastik, Wahrscheinlichkeiten und Statistik. In diesem Teil wollen wir uns damit beschäftigen, den Modus und die Quantile von kontinuierlichen Verteilungen zu berechnen. Wir haben in den letzten Folgen gelernt, wie wir Modus, also häufigsten Wert, und Quantile, wie Median, Quartile und Perzentile, für Datensätze mit diskreten Elementen berechnen. Das heißt, wir hatten Datensätze, die nur eine endliche Anzahl von Elementen enthalten. Man kann die Größen, Modus, Quantile auch für kontinuierliche Verteilungen definieren und berechnen. Beispielsweise, das ist ein wichtiger Anwendungsfall, den wir auch im weiteren Verlauf dieser Reihe noch ausführlicher behandeln. Wir haben kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsverteilungen und dann ist beispielsweise der Modus derjenige Einzelwert, der am wahrscheinlichsten ist. Wenn wir also eine kontinuierliche Verteilung f von x haben, dann ist der Wert xmax, für den die Verteilungsfunktion ihr Maximum annimmt, derjenige Wert, bei dem die erste Ableitung 0 ist. Das haben wir mit den Methoden der Differentialrechnung, können wir das bestimmen. Also die erste Ableitung ist 0 beim Maximum. Die zweite Ableitung, f2', muss negativ sein beim Maximum. Wenn die zweite Ableitung positiv ist, handelt es sich um ein Minimum. Wenn wir also fragen, wie lautet der Modus der Verteilungsfunktion f von x, Klammer muss hier weg, f von x gegeben durch 1 durch pi mal 1 plus x minus 5 in Klammer zum Quadrat, da muss die Klammer hin, dann bilden wir die erste Ableitung. Wir leiten also die Funktion f von x ab. Ich möchte hier nicht im Detail vorführen, wie man Ableitungen berechnet. Das ist Thema von anderen Folgen. Dann haben wir als erste Ableitung minus 1 durch pi mal 2 mal x minus 5 durch 1 plus x minus 5 in Klammer zum Quadrat und das dann nochmal zum Quadrat. Das soll 0 sein und das wird genau dann 0, wenn der Zähler 0 ist dieses Bruches und das ist bei der Stelle x gleich 5 der Fall. Wir überzeugen uns, dass dann der Nenner ungleich 0 ist. Wenn wir die zweite Ableitung bilden, also diesen Ausdruck, den wir gerade erhalten haben, nochmal ableiten, erhalten wir diesen Ausdruck hier als Quotient von zwei Polynomen letzten Endes und der ist an der Stelle 5, x max war 5, ist das minus 2 durch pi, das ist kleiner als 0 und damit ist 5 das Maximum und damit der Modus. Wir haben hier nochmal die Verteilungsfunktion f von x dargestellt, das ist diese blaue Kurve hier, die erste Ableitung. Hier auch nochmal hingeschrieben, formelmäßig sieht eben so aus. Wir erkennen hier an der Stelle 5 ist der Wert 0. Und die zweite Ableitung hier auch nochmal als Formel hingeschrieben. Und da erkennen wir, dass die zweite Ableitung negativ ist an der Stelle 5. Wenn wir ein beliebiges Quantil einer Verteilungsfunktion bestimmen wollen, müssen wir die Verteilungsfunktion zunächst normieren, wenn das nicht bereits geschehen ist. Wir müssen also das Integral von minus unendlich bis plus unendlich bilden über f von x dx. Wenn das zum Beispiel den Wert k hat, dann erhalten wir die normierte Verteilungsfunktion, indem wir die ursprüngliche Funktion einfach durch die Konstante k teilen. Wir wollen also jetzt annehmen, dass f von x bereits normiert ist. Wenn nicht, wie gesagt, kann man das über diesen Rechenschritt hier erledigen. Wie erhält man jetzt aus einer normierten Verteilungsfunktion ein Quantil? Wir bilden jetzt das Integral von minus unendlich bis xq, bis zum gewünschten Quartil, über f von x dx. Und das soll gleich q sein, also dem Quantil. Beispiel. Um das erste Quartil zu berechnen, erstes Quartil bedeutet den x-Wert, sodass 25% aller Werte der Verteilung kleiner oder gleich sind. 25% entspricht als Dezimalzahl 0,25. Das heißt, wir berechnen das Integral von minus unendlich bis zu einem Wert xq, den wir suchen, über f von x dx und das soll 0,25 sein. Wenn wir dieses Integral bilden, enthält das die unbekannte xq und nach der müssen wir auflösen. Wir wollen das an einem Beispiel betrachten, nämlich derselben Verteilungsfunktion, die wir gerade schon hatten. Und wir wollen jetzt das Integral bilden. Das soll 1/4 sein, weil wir das erste Quartil suchen. Wir bilden also das Integral von minus unendlich bis xq über f von x dx.
Hier ist nochmal f von x hingeschrieben. Wenn man das Integral auswertet, auch das möchte ich jetzt nicht im Detail vorführen, das Integral ergibt letzten Endes eine Arcustangensfunktion, ist also minus 1 durch Pi mal dem Arcustangens von 5 minus x plus einer beliebigen Integrationskonstanten c, ausgewertet an den Grenzen minus unendlich und xq. Der Arcustangens von unendlich, denn hier ist ein Minus und da ist ein Minus, der Arcustangens von unendlich ist Pi halbe und der Arcustangens von xq steht dann hier noch als Variable, als Unbekannte drin. Also wir haben dann minus 1 durch Pi mal dem Arcustangens von 5 minus xq. Hier hinten haben wir einmal kürze ich das Pi weg, dann haben wir hier minus minus, also plus 1 halb. Hier nochmal hingeschrieben, der letzte Schritt auf der Seite vorher. Wir subtrahieren 1 halb auf beiden Seiten, rechnen dann mal minus Pi und erhalten Pi Viertel gleich Arcustangens von 5 minus xq. Dann bilden wir den Tangens auf beiden Seiten, haben als Tangens von Pi Viertel ist dann 5 minus xq. Der Tangens von Pi Viertel ist 1 und dann rechnen wir noch plus xq minus 1 auf beiden Seiten und erhalten xq gleich 4. Das heißt, das erste Quartil ist 4. Hier ist die Verteilungsfunktion nochmal dargestellt und hier ist die Stelle 4, x gleich 4 und der hier grün dargestellte Bereich ist genau 1/4 der Gesamtfläche unter der Kurve. Der blau dargestellte Bereich ist also der Rest und somit 3/4 der Gesamtfläche unter der Kurve. Das war Modus und Quantil bei kontinuierlichen Verteilungen. In der nächsten Folge behandeln wir Minimum und Maximum bei statistischen Datensätzen. Vielen Dank.